Hallo Leute, heute schminke ich diesen Look für euch und ich hoffe, man erkennt es einigermaßen. Es ist eigentlich ein relativ natürlicher Look, aber man kann damit auch super weggehen, so wie ich jetzt, weil ich gehe jetzt auf eine Strandparty. Bleibt einfach dran! Ich fange mal damit an, dass ich mir meine ganzen Babyhärchen hier aus dem Gesicht mache, weil es ist unglaublich warm und ich habe keinen Bock, dass dann da Make-up dran hängt. Deswegen nehme ich einfach meinen Haarreif, der ist jetzt von Verlocke, verlinke ich aber auch alles in der Infobox. Und dann beginne ich mit meinem Make-up. Ich benutze von Catrice das All Matte Plus Shine Control Make-up in der hellsten Farbe Light Beige. Und da reichen immer so zwei Pumpstöße. Und verteile es mit meinen Händen im Gesicht. Jetzt konturiere ich mein Gesicht. Dafür nehme ich von MAC das Blush in der Farbe Harmony und so einen kleinen Pinsel. Und ich werde das natürlich am Schluss noch alles schön verblenden. Jetzt benutze ich einen Blush und zwar nehme ich diesen Pinsel von Real Techniques. Und ein MAC Blush, also mein absolutes Lieblingsblush. Und zwar hier Hit the Pan, ne? Das ist die Farbe Well Dressed. Und jetzt nehme ich so einen Puderpinsel und verblende das Ganze. Jetzt sehe ich meinen Concealer, der ist von Sephora in der Farbe 03 Clare Light und trage den hier in so einem Dreieck auf. Den Concealer fixiere ich jetzt mit dem Art Deco Fixing Powder. Das ist einfach so ein weißes Puder und das mache ich auch mit dem Finger. Tupf das hier so drüber. Dann nehme ich ein Puder. Hier auch leider schon Hit the Pan, also ich brauche dringend ein neues. Und man kann auch gar nicht mehr lesen. Das hier war von MAC oder ist von MAC. Und zwar das Blot Powder und das ist ja, ein mattierendes Puder, deswegen mache ich das sehr gerne. Und nimm so einen Puderpinsel. Und puder mir mal mein ganzes Gesicht und besonders die T-Zone. Jetzt brauche ich den hier nicht mehr, den kann ich jetzt wieder rausmachen. Ah, es hängt. So. Jetzt fange ich an, meine Augen zu machen. Dafür trage ich erstmal eine Eyeshadow Base auf. Und dafür benutze ich von MAC den Paint Pot in der Farbe Bare Study. Und das verteile ich gerade mit meinem Finger auf dem ganzen Lid. Als Lidschatten benutze ich erstmal diese Lidschattenpalette von MAC und zwar ist das diese Riri Loves MAC, also von Rihanna, diese LE war das. Und diese vier Farben enthalten, ihr könnt natürlich auch andere Lidschatten nehmen, die ähnlich aussehen. Ich benutze zuerst den hellen Ton und trage den auf meinem kompletten beweglichen Lid auf. Dann nehme ich so einen Pinsel für die Lidfalte. Und benutze diesen mittelbraunen Bronze-Gold-Braunton. Genau, und trage den in der Lidfalte auf. Und jetzt verblende ich das Ganze mit einem Blenderpinsel. Jetzt nehme ich wieder diesen Lidfaltenpinsel und benutze hiervon den dunkelsten Braunton. Und das trage ich jetzt in der Lidfalte auch auf, aber nur im äußeren Bereich. Jetzt verblende ich das Ganze wieder mit dem Blenderpinsel. Dann benutze ich noch aus der Naked 2 Palette diese Farbe und zwar nennt die sich Busted. Das ist so ein dunkler Aschbraun-Grauton und das ist jetzt quasi nochmal mein dunkelster Ton, den ich hier wirklich nur ein ganz kleines bisschen auftrage und auch wieder nur außen. Und dann, man glaubt es kaum, wieder verblenden.
So, und damit es jetzt nach oben nicht so einen harten Übergang gibt, nehme ich einmal diese Farbe, auch aus der Naked 2 Palette, die nennt sich Booty Call. Booty Call. Booty, Booty, Booty Call. und dafür nehme ich jetzt einen anderen Pinsel, sieht aber ähnlich aus wie der Blenderpinsel, nur dass der noch nicht dreckig ist. Und trage das über der Lidfalte auf und verblende das gleichzeitig so ein bisschen mit dem Make-up in der Lidfalte. Jetzt trage ich noch ganz dünn Eyeliner auf. Dafür nehme ich von L'Oreal den Super Liner Perfect Slim in der Farbe Schwarz. Und wirklich nur ganz dünn am Wimpernkranz. Eigentlich wollen wir nur die Wimpern ein bisschen verdichten. So, genau. Also man würde ihn gar nicht als Eyeliner wirklich wahrnehmen. Aber die Wimpern sehen dadurch am Schluss voller aus. Jetzt mache ich erstmal noch meine Augenbrauen und danach Wimperntusche. Für die Augenbrauen benutze ich das NYX Eyebrow Cake Powder in der Farbe 03 Taupe Cendre. Taupe Ash. also das ist so ein Taupe und ein Aschton. Und ich krieg's wieder nicht auf, ey. So. und dazu benutze ich diesen angeschrägten Eyeliner-Pinsel von Zoeva. Das ist der 317er. Und ich benutze immer lieber erstmal die helle Farbe von dem Augenbrauenpuder. Ganz nach hinten, da mische ich die beiden Farben dann noch. Und dann benutze ich noch das Wachs. Ich weiß, sehr viele benutzen es nicht, aber ich benutze es eigentlich ganz gerne. Und das mache ich einfach mit meinem Finger. Jetzt fehlen natürlich noch die Wimpern. Und dafür nehme ich diese Wimpernzange von Evelyn und den Catrice Clamadol Mascara in Wasserfest. Und ganz am Schluss benutze ich noch einen Highlighter. Und zwar ist das der Mary Luminizer. Und den benutze ich wirklich, wirklich sparsam, weil gerade an so heißen Tagen will man eigentlich nicht glänzen, sondern nur ein ganz bestimmtes Highlight setzen. Und dafür nehme ich einen relativ kleinen Pinsel, eigentlich wie ein Blenderpinsel. Trag wirklich nicht zu viel auf. Und mach das so in kreisenden Bewegungen dahin, wo ich es haben möchte. Und ganz zum Schluss hätte ich fast vergessen, ich mache noch so einen Pflegebalsam, einen farblichen Pflegebalsam auf die Lippen. Und zwar ist das ein Clinique Chubby Stick in der Farbe 06 Whopping Watermelon. Den mag ich sehr. Ja, der kommt dann auch in die Handtasche, genauso wie Concealer und Puder. Und dann ist mein Look auch schon fertig.